Herantepassiert. Es ist wieder Steam Sale, ihr Sparfüchse da draußen. Ich bin's, der minimale Preise Michi, und neben mir sitzt mein Sparring-Partner, der Jau, das ist ein gutes Angebot, Johannes. Und wir wollen euch Tipps zum Steam Sale zeigen. Johannes, von wann bis wann läuft der Steam Sale? Der läuft von jetzt bis zum 28. November noch. Wir haben es uns so verrückt aufgeteilt, dass ich der absolute Blockbuster-Spar-Heini bin und Johannes euch total verrückte Indie-Perlen ans Herz legt, die man jetzt aber auch für billig kaufen kann. Und ich fange gleich mal an, denn ein absolutes Wahnsinnsangebot ist Wolfenstein 2 von Bethesda und Machine Games. Gibt es um 50% reduziert, das heißt, es kostet jetzt nur noch unglaubliche 29,99 und das noch nicht mal einen Monat nach Release. Zuschlagen, absoluter Ausnahmeshooter, ein Riesenspaß. Johannes, was gibt's bei dir? Tja, hast jetzt gut vorgelegt, aber ich konnte jetzt einfach mal mit dem Dawnstaff Megapack. Mhm. Da drin ist enthalten das normale Dawnstaff inklusive der beiden DLCs dazu und Dawnstaff Together, also der Multiplayer-Fassung von dem Einzelspielerspiel. Ja, da muss man nicht verhungern, ne? Genau. Also das Ganze ist so ein kleines Survival-Spielchen. Dann geht's bei mir weiter mit einem großen Survival-Spielchen, denn es gibt auch von Bethesda ebenfalls massiv reduziert The Evil Within 2, die Fortsetzung zur Neuinterpretation von Resident Evil, also Survival-Horror-Action mit jetzt neu Open-World-Elementen. Ebenfalls reduziert um unglaubliche 50% auf 29,99 und das auch kaum einen Monat nach Release. Sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen, vor allem nicht zu diesem Schnapperpreis. Genau, und wenn wir gerade bei Horror sind, da empfehle ich Subterrain. Das ist ein Top-Down-Shooter mit Horrorelementen und Management-System. Das Ganze ist um 60% reduziert und kostet jetzt um die 7 Euro gerade auf Steam. Die müssen doch einen Schatten haben, aber sie haben keinen Schatten des Krieges, denn Mittelerde Schatten des Krieges ist ebenfalls massiv reduziert um 40% auf 35,99 €. Tolkien Open World Geschnetzel mit jeder Menge Ork-Versklavung und Ork-Hinrichtung gibt es, wie gesagt, für 35,99 € um 40% reduziert und auch das knapp einen Monat nach Release. Ja, dann mache ich mal weiter mit Space Run. Das ist ein Tower-Defense-Spielchen im Weltall, in dem du managen musst, ob du jetzt lieber deine Türme aufbaust oder dein Raumschiff mit Boostern bestückst, um schneller ans Ziel zu kommen. Das Ganze ist um 75% reduziert und kostet jetzt 3,74 € und der Nachfolger, den gibt es für 5 Euro. Und wer bei diesem Preis nicht zuschlägt, der begeht eine Kaufsünde. Aber wer ebenfalls eine Sünde begeht, ist der, der mein nächstes Angebot spielt, nämlich Divinity Original Sin 2, den Rollenspiel-Mega-Hit. 93 Punkte im GameStar-Test. Junge, Junge, das muss dem erstmal einer nachmachen. Gibt es zwar um nur 10% reduziert, aber auch einen Monat nach Release für nur 40,49 €. Und dann auch noch ein Bonustipp. Und ich will es nicht als eigenen Tipp so hinstellen, weil sonst hätte ich jetzt hier 3 Bethesda-Spiele rausgepickt, aber es gibt auch Tod des Outsiders, das Online auch um 50% reduziert. Tja, da fällt ja nichts mehr dazu ein, wa? Doch, da fällt mir schon noch was drauf ein, nämlich Hollow Knight. Das ist ein kleines Metroidvania-Spielchen. Das ist zwar nur um 34% reduziert, aber hat einen interessanten Look und erinnert etwas an Dark Souls von der mysteriösen Story her. Und das Besondere an dem Spiel, das wird um kostenlose DLCs erweitert. Es sind schon 2 rausgekommen, bieten mehr Content, Bosskämpfe und ist sehr zu empfehlen. Ebenfalls sehr zu empfehlen und da fliegt mir direkt eine Haarlocke aus der Tolle. Assassin's Creed Origins, ebenfalls erst vor weniger als einem Monat erschienen und jetzt schon reduziert um 17%. Jetzt nur noch 49,79 € und wer nicht weiß, was Assassin's Creed ist, da rennt man mit einer Kapuze rum und sticht Leute ab und löst damit alle Probleme eines Landes in der Menschheitsvergangenheit. Ich hoffe es. Ja. Diesmal geht's nach Ägypten, das ist sehr schön und es wird viel gekämpft und viel gelootet und für 49,79 €, was soll da schon schief gehen? Ja, da schwenke ich jetzt mal ins komplette Gegenteil über. Mein Spiel kommt nämlich erst noch wirklich raus, ist noch im Early Access und spielt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Es geht um Subnautica. Das ist zwar nur um 20% reduziert, aber es erscheint Ende Januar und wird dann da im Preis nochmal ansteigen. Wer da jetzt nochmal Lust drauf hat, reinzuschauen, bevor es zum Vollpreis erhältlich ist, sollte jetzt zuschlagen. Kostet knapp 18,40 €.
Das waren jede Menge billige Spiele im Steam Sale und noch billigere Witze in diesem Video. Danke für eure Aufmerksamkeit. Kaufen, kaufen, kaufen!